Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Roleplay-Projekt in Crusader Kings 3. Und zwar mit der Game of Thrones Mod. Und zwar mit der Besonderheit mit der deutschen Version der Game of Thrones Mod. Das ist eine Sub-Mod. Die wird ab Mitte Juli in der Open Beta für alle verfügbar sein. Dann könnt ihr die Game of Thrones Mod auch auf Deutsch spielen. Ich habe die Möglichkeit, jetzt schon reinzuspielen. Circa 98% sind auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wir werden vielleicht noch wenige Texte auf Englisch haben. Davon lassen wir uns jetzt aber nicht abhalten, um eine richtig schöne Roleplay-Geschichte zu spielen mit Randall Tarly und den Tarlys von Hornberg. Wir werden nicht 282 nach Aegons-Eroberung, sondern 284 nach Aegons-Eroberung spielen. Denn zu dem Zeitpunkt ist dann Robert Baratheon schon der neue König der Sieben Königslande. Und damit haben wir ein gesatteltes und festes Setting, wie wir es aus Game of Thrones kennen. Das Ganze spielt jetzt also, ja, circa so 16 plus minus Jahre, 15, 16 Jahre vor der Handlung in der Serie und den Büchern. Wir haben zum Beispiel hier im Norden Lord Eddard Stark ist 21, hat auch schon Robb Stark als sein Kind. Und wir werden jetzt in den Sieben Königslanden uns in die Weite begeben. In der Weite herrscht natürlich Lord Mace Tyrell mit seinen 28 Jahren, mit seinem Erben Lord Villars Tyrell. Und wir sind ein Vasall, ein treuer Vasall von Mace Tyrell, den ich hier verkörpern möchte. Und zwar Lord Randall Tarly. Wir sind 27 Jahre alt. Wir haben hier den Rang eines Herzogs, das heißt, ein bisschen was an Macht haben wir hier natürlich schon. Wir haben hier was zu sagen, wir sind nicht unbedeutend, wir sind tapfer, wir gehen auch in die Schlacht. Ein wenig arrogant, wir sind sadistisch, ja, wir kennen ja, oder wir wissen ja, wie Randall Tarly seinen Sohn Samwell Tarly, den wir alle kennen aus der Serie, der gute Freund von Jon Schnee, der dann zur Mauer geschickt wurde. Ja, und wir wissen, wie sein Vater ihn behandelt hat. Er ist aber auch gerecht. Er ist jetzt nicht so heimtückisch zum Beispiel wie andere und gebieterisch. Eine mächtige Ausstrahlung, die viel Angst einjagt und andere beeindruckt. Und ihr merkt, alles schon auf Deutsch. Und ich würde sagen, da steigen wir direkt mal ein. Wir haben tatsächlich auch schon Samwell Tarly. Für euch ein kurzer Überblick zu den Eigenschaften von Sam. Ja, der ist jetzt schon feige. Unersättlich, ist also sehr, sehr gern und sehr viel, ist aber mitfühlend, eher ein Einzelgänger, schüchtern, dennoch ehrenhaft und ein Gelehrter natürlich. Er ist auch durchaus sehr intelligent und hat einen hohen Bildungswert und das schon mit einem Jahr und er hat noch keine Ausbildung abgeschlossen. Aber wir verkörpern ja jetzt Lord Randall Tarly und dementsprechend werden wir Samwell Tarly natürlich behandeln. Ich werde das jetzt im Roleplay versuchen, so gut es geht, zu verkörpern. Das heißt, wir wollen natürlich, dass unser Sohn ein strammer Kämpfer wird, ein Befehlshaber wie wir und kein niemand, der gerne in Büchern liest. Wir haben auch noch unsere Tochter, die ist gerade erst geboren worden, Tala, Tarly, in der Namensgebung einfach nur perfekt. Und unsere Ehefrau Lady Melissa Florent, unsere Gattin, mitfühlend, eher keusch, stur. Ja, eine einfältige Beschwichtigerin, Materialchen. Ja, aber immerhin, in der Verwaltung könnte sie uns vielleicht ein bisschen helfen. Machen wir das mal schon mal, Domänenverwaltung. Damit sind wir aber immer noch über unserem Limit an Domänen, wie es scheint. Okay. Ich glaube, wir bräuchten 18 Verwaltung, um hier auf Domänenlimit von 3 zu kommen. Das ist ja in der Game of Thrones Mod alles etwas heruntergesetzt. Wir haben hier Hornberg. Der Sitz der Familie. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Dort gibt es bisher lediglich einen Schießstand und eben schon das Burgbesitztum auf Stufe 5 voll ausgebaut. Dann haben wir aktuell noch Cornstone. Man auch einiges bauen könnte. Das ist auf Stufe 2 als Burgbesitztum. Und wir haben Wakefield. Da haben wir auch Stufe 2. Da haben wir aber schon Avarien. Erhöht die Jagdsichtungswahrscheinlichkeit auf Stufe 3 schon. Okay. Nun gut, dann begebe ich mich mal in die Rolle. Ich darf mich vorstellen, ich bin Lord Randall Tarly, das Oberhaupt meiner Familie. Einer stolzen Familie. Die Tarlys waren hier schon seit Äonen. Seit vielen Menschenleben haben wir über die Westmark geherrscht.
Und wir waren treu. Wir waren den Tyrells seit langem treu und ich habe nicht vor, diese Treue aufzukündigen. Ich bin treu gegenüber den Tyrells und treu gegenüber dem Eisernen Thron. Das steht außer Frage. Ich selbst bin ein Kämpfer. Ein Kommandant. Und das möchte ich hier auch zeigen und beweisen. Ich habe ein sehr hohes Kampfgeschick, ein guter Kämpfer bin ich und in der Kriegsführung kenne ich mich auch bestens aus. Ich werde meinen Schwerpunkt auf Strategie legen. Ich möchte der Ratsmarschall der Weite werden. Das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele. Und wir werden sehen, wo es hinkommt. Ich bin kein Freund der Martells von Dorne. Es gibt immer wieder Grenzstreitigkeiten. Wer weiß, ob es eines Tages vielleicht einen Feldzug in diese Richtung geben wird. Ich meine, wir grenzen direkt an das Land an. Vielleicht wird es Zeit, dass eines Tages Schwarzberg Teil der Weite wird und von uns übernommen wird. Aber nun, das ist Zukunftsmusik. Ich bin stolzer Vater zweier Kinder, meines kleinen Samwell. Ich hoffe, aus ihm einen großen, mächtigen Krieger werden zu lassen. Und meine Tochter Tala, die wird eines Tages an einen ehrbaren, starken Mann verheiratet, der uns vielleicht ein gutes Bündnis einbringt für die Familie. Hier haben wir Rosengarten, wo unser Lehnsherr Lord Mace Tyrell sitzt. Jemand, der gerne Feste feiert und sehr unersättlich ist. Für mich etwas weniger verständlich. Aber er ist mein Lehnsherr und ich habe ihm zu Treue verpflichtet. Ich bin ihm zu Treue verpflichtet. Wir glauben natürlich an die neuen Götter, an die sieben. Und dementsprechend werden wir uns auch einen Schutzpatron für uns überlegen. Der Vater, die Mutter, ich würde fast sagen, der Krieger. Der Krieger ist das, was gut zu uns passt. Oder der Schmied, der unsere Waffen schmiedet. Ich glaube, der Schmied passt auch noch gut. Wir nehmen den Schmied fürs Erste. Einverstanden. Gut, der Schmied soll es also sein. Nun gut. Ich glaube, ich muss mich noch um einige Angelegenheiten kümmern. Ich glaube, ich sollte erstmal Cornstone an jemanden vergeben, an einen meiner Vasallen. Ich denke, davor sollten wir erstmal schauen, wer ist denn alles Teil meines Rates und wird es vielleicht Zeit, nach einigen Jahren jetzt Änderungen im Rat vorzunehmen. Mein Ratsverwalter Lord Runcel Running ist vollkommen unfähig, das Land zu verwalten, während der Rest gut geeignet zu scheinen scheint. Unser Ratsspitz Lord Harris Hutz wäre tatsächlich ganz gut geeignet als Verwalter. Und auf der anderen Seite, Lord Runcel Running ist durchaus auch ein ganz guter Ränkespieler. Ich weiß nicht, wieso mein Vater einst ihnen die Posten andersherum gab. Wir werden das so machen. Wen haben wir denn hier? Master Granz, ein Vasall von uns. Ich hörte von seinem diplomatischen Geschick. Das könnten wir durchaus gebrauchen. Allerdings möchte er hier einen Platz im Rat haben. Lord Bernhard Jenney von Echo Hill. Von den Echo-Hügeln. Hat nicht gerade wenig Truppen unter sich. Aber ich bin am Ende noch der Lehnsherr. Und dementsprechend möchte ich Master Granz haben. Hat auch ein paar Truppen. Das geht in Ordnung. Mit Viktor Gräbern haben wir tatsächlich einen sehr guten Ratsmarschall an meiner Seite. Und der Septon, naja, wir kommen mit ihm zurecht, sagen wir mal so. Wir kommen mit ihm zurecht. Wir könnten unsere Lehnsautorität noch weiter steigern. Wir haben sie schon sehr hoch. Das würde natürlich die Meinung unserer Vasallen senken. Aber unsere Steuern und Vasallenbeiträge erhöhen. Ich denke, eine starke Hand, die in der Westmark führt, ist eine gute Sache. Wir werden es verabschieden. Während Lord Mace Tyrell lediglich, nun, einen sehr offenen Umgang pflegt, tatsächlich. Nun gut. Haben wir das erledigt. Wir haben natürlich Primogenitur als Nachfolgerecht, das heißt, mein Sohn Samwell würde alles erben. Ich hoffe, dass ich ihn dementsprechend zu einem guten Lord, einem guten Krieger und Feldherrn erziehen kann.
Mein Vasallen ist Lord Harris Hutz, mein Ratsverwalter, einer der mächtigsten. Lord Victor Gräben. Mit ihm sollte ich mich sehr gut verstehen können. Da werden wir mal die ein oder anderen Gespräche über das Jagen, über das Kämpfen, über das Kriegführen führen. Er wird mir sicherlich wieder berichten, wie er sein Auge verloren hat in der Schlacht. In der Schlacht gegen den... in der Schlacht gegen die Baratheons bei der großen Rebellion. Denn am Ende des Tages hat es sich ja Mace Tyrell den Targaryens treu ergeben und ist an der Seite der Targaryens gegen die Rebellen, gegen Robert Baratheon marschiert. Weswegen mich es etwas verwundert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Allerdings hörte ich, dass in Königsmund... haben wir denn hier? Wir haben Lord Simund Steinhof, Meister des Rechts in Königsmund. König Robert Baratheon natürlich mit seiner Frau, Königin Cersei, gerade 18 Jahre alt aus dem Hause Lannister. Mandon Moor, Lord Kommandant Barristan der Kühne, Selmy, Boros Blond, Merin Trant, Aaron Sandgar. Mehr werden uns hier jetzt erstmal nicht angezeigt. Aber vielleicht erfahren wir noch etwas über die Mitglieder seines Hofes. Hier haben wir Maester Pycelle. Illyn Payne. Thoros von Myr. Varys ist tatsächlich der Meister der Flüsterer von König Robert. Aber wer ist die Hand? Das müssen wir gleich noch herausfinden. Die Hand wird ja nicht vor Ort sein, sondern die wird irgendwo anders zu finden sein. Hat unser Lehnsherr einen Posten? Er ist tatsächlich Meister der Waffen von König Robert. Ha, unser Lehnsherr. Nun gut, das respektieren wir. Lord Eddard Stark ist im Norden, hat keinen Rang. Lord John Arryn ist scheinbar auch nicht Teil des Rates. Ebenso wenig wie Lord Horster Tully. Lord Tywin Lannister ist Meister der Münze. Was ist denn hier mit Lord Stannis? Ist Meister der Schiffe. Aber wer ist denn dann die Hand des Königs? Das werden wir schon noch herausfinden. Nun gut. Haben wir in unserem Rat noch jemanden? Ja, Ratskanzler Kranz. Wir haben ja gerade gesehen oder gehört, dass er, naja, ganz gut ist. Ist auch skrupellos, aber da haben wir nichts dagegen. Ihm könnten wir noch ein bisschen Land geben. Wobei, er ist scheinbar der Master einer Stadt. Ich bin nicht gar sicher, wenn ich ihm jetzt Land gebe, was dann passieren würde. Aber wir werden das tun. Er ist dafür bestens geeignet. Ich werde ihm das Land geben. Ah, damit hat jetzt jemand anderes die Stadt. Oder wir haben die Stadt. Wir müssen die einem anderen Bürgermeister übertragen. Bayard Gräben, ein Verwandter unseres anderen Vasalls, könnte dafür geeignet sein. So sei es. Nun gut, somit herrschen wir direkt über zwei Domänengebiete. Unser Plan ist es natürlich, die auch auszubauen. Wir haben ein wenig Geld und wir sollten das Geld sinnvoll nutzen. Ich möchte in Hornberg auf jeden Fall etwas bauen. Die Frage ist nur, was? Eine Hügelfestung? Eines Tages vielleicht, aber jetzt noch nicht. Ein Jagdrevier? Vielleicht. Wir haben leider nicht sehr viel, was uns Gold bringt. Bienenstöcke könnten uns ein wenig Gold einbringen. Beim Jagdrevier bekämen wir Aufgebote und Gold. Ich glaube, es wäre eine ganz gute Mischung aus beidem. Wir bauen ein Jagdrevier in Hornberg. Ebenso wie es schon Jagdreviere hier im Westen gibt. Dann könnte man ja hier vielleicht auch noch etwas anderes errichten. Bienenstöcke oder ähnliches. Wenn wir wieder mehr Geld zur Verfügung haben. Einverstanden. So, Prachtturnier interessiert uns erstmal nicht. Eine Prachtreise. Ich glaube nicht, dass wir direkt unser Gebiet durchreisen müssen. Das werden wir noch tun.
So, Lord Bernard Jenny ist jetzt natürlich nicht gerade begeistert, dass ich ihn herausgeschmissen habe aus dem Rat. Wer ist eigentlich mein Kastellan? Mein Kastellan ist völlig ungeeignet. Da sollten wir auch noch jemand Besseren finden. May Master Bayard Gräben wäre natürlich wieder geeignet, uns in verwalterischen Dingen zu unterstützen, in denen wir keine Ahnung haben. Dann brauchen wir einen neuen Bürgermeister, wie es scheint. Aber so sei es. Er soll uns in der Verwaltung unterstützen. Nun gut. Ach, er ist gleichzeitig dennoch Bürgermeister geblieben. Okay, nun gut. Sehr schön. Dann mögen wir schauen, was die nächsten Tage für uns bringen. Die Honiglande könnten wir hier übrigens auch noch als ein rechtmäßiges Gebiet für uns schaffen eines Tages. Schauen wir doch mal. Wie sieht es eigentlich aus? Ich wollte gerade, bevor wir uns das anschauen, uns noch die Ämter angucken. Einen kleinen Moment. Hauptmann der Leibgarde, Kerkermeister, Schmied. Seneschall brauchen wir alles erstmal nicht. Sicherlich auch kein Hofnarren. Einen Meister könnten wir allerdings gebrauchen. Ein Hafenmeister, wir haben keinen Hafen. Aber ich glaube, ein Meister, der wäre gut. Können wir nicht die Zitadelle anschreiben lassen? Für einen Meister? Ja, einen Meister von der Zitadelle anfordern. Die Zitadelle von Alsace ist in der ganzen Welt bekannt als Zentrum des Wissens von Westeros. Und versorgt jede Burg in Westeros mit einem ausgebildeten Gelehrten. Vielleicht sollte ich nach einem solchen Mann schicken. Schickt einen Raben nach Alsace. Vorwärts. Los. Na los. Gut. Darum haben wir uns gekümmert. Ah, Lord Mace haben wir schon gehuldigt. Dann können wir das nicht mehr tun. Wir können aber ein Bittgesuch an unseren Lehnsherrn herantreten. Vielleicht noch nicht sofort. Was haben wir denn hier? Gemahl, habt ihr gehört, wie man euch nennt? Sagt meine Gemahlin Melessa zu mir. Übrigens Melessa Florent. Sie lächelt warm zu mir. Man nennt euch Lord Randall der Starke. Spektakulär, nicht wahr? Es ist in aller Munde, bei den Bauern wie bei den Adligen. Ein Grund zum Feiern, denke ich, ruft Melessa mit fröhlicher Stimme. An den Namen könnte ich mich gewöhnen, muss ich sagen. Lord Randall der Starke, Tali. Ah, mein Vater und mein Großvater wären stolz auf mich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, was bekommen wir denn hier? Ein Rabe ist eingetroffen. Was steht denn da? Ich hab's ja nicht so mit Briefen und ich meine, ich kann lesen, aber ich tue es nie gern. Als Lord von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rates gehört wird. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratsmarschall der Weite an. Ah, perfekt. Lord Tyrell weiß mein Geschick als Stratege zu schätzen. Natürlich werde ich der Ratsmarschall der Weite. Das ist ja selbstverständlich. Dementsprechend nehme ich meinen Platz an der Seite der anderen Ratsmitglieder ein. Der Ratsspitzel ist Leighton Hohenturm. Ich weiß nicht, wie ich zu den Hohenturms stehen soll. Eine einst sehr mächtige Familie, die immerhin Alsace schützt und kontrolliert. Sie haben ungefähr gleich viel Truppen wie wir und sehr viel Geld. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir mit den Hohenturms an unserer Grenze umgehen wollen in Zukunft. Arwen Eichenherz aus dem Norden. Eine Dame, die als Ratskanzlerin dient. Alistair Florent. Mit ihm haben wir doch ganz gute Beziehungen, da ja meine Frau auch eine Florent ist, würde ich sagen. Vielleicht eines Tages ein Bündnis? Es wäre sicherlich wünschenswert. Interessanterweise hat Lord Alistair Florent einen Anspruch auf die gesamte Weite. Ich weiß nicht, woher er diesen Anspruch nimmt. Und der Kastellan ist Mattis Esch. Aha, aus dem Norden. Goldhain. Die Familie Esch hat sehr viel Truppen, mehr als wir. Nicht zu unterschätzen. Die sind sehr nah an den Lannister-Gebieten und an den Westlanden. Ja, nun gut. Unsere Armee kostet uns jetzt weniger Gold und unsere Aufgebotsgröße ist vergrößert.
Das ist hervorragend. Der Meister, den ich aus der Zitadelle kommen ließ, ist in Hornberg eingetroffen. Ein Steindornisch mit dem Namen Oakley. Hoffen wir, dass er loyal und weise sein wird. Die Zitadelle hat mir gesagt, dass er scheinbar sehr gut geeignet ist. Er kennt sich gut aus in der Bildung und als Arzt. Aber er ist ein Steindornisch. Andalische Herkunft. 50 Gold. Von mir aus. Meister Oakley dient mir loyal und gut. Und ihr werdet belohnt. Ich erwarte kein Versagen. Nun gut. Hornberg wird mit den Jagdgründen ausgebaut. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Langfristig können wir hier noch eines der größeren Gebäude errichten. Die Frage wird nur sein, was? Es wird hier sicherlich keine Lustschlösser geben. Turniere? Es müssen ja keine luxuriösen Turniere sein, aber gute Kämpfe, gute Turniere. Im Kampf. Dafür wäre ich zu haben. Die Männer in Friedenszeiten für den Kampf vorbereiten, wieso nicht? Wir könnten eine Prachtreise vorbereiten, wir haben aber nicht das Gold dazu. Ich halte nicht so viel von Festmählern, aber von Jagden. Von denen halte ich viel, aber auch die kosten Geld. Dementsprechend müssen wir hier ein wenig warten. Wir haben wohl einen Kriegsgrund gegen Lord Arthur. Wieso denn das? Ansprüche von Edmund Ambros. Edmund Ambros. Höfling von uns. Hat einen Anspruch auf das Gebiet. Nun, wenn das der Fall ist und er unter meinem Schutz steht, der große Krieg in sieben Königslanden ist zu Ende. Wir sind ein gerechter Mann. Sir Edmund Ambros hat uns um Hilfe gebeten und er hat einen rechtmäßigen Anspruch auf das Gebiet. Wir werden ihn unterstützen. Das gibt uns gleich die Chance, mit unseren Truppen in die Schlacht zu ziehen. Sie sollen ja nicht weich werden und nicht fett. Wir werden alle Truppen hier ausheben und ich werde natürlich selbst das Kommando übernehmen, das steht fest. Wir werden uns nach Osten aufbegeben, im Jahr 284 nach Aegons Eroberung. Marschieren wir, versuchen den Feind zu stellen beim Marshing. Schauen wir doch, wer zuerst hier wen erwischt. Wir sind hier mit unseren Bogenschützen. Wir haben auch zwei Ritter mehr. Ich muss auf jeden Fall langfristig dafür sorgen, dass wir bessere Ritter bekommen. Unser Ritter Lord Ryman konnte Emmerich verwunden. Sehr gut. Mit unseren taktischen Manöbern und der schieren Überzahl unserer Armee sollte dieser kleine Konflikt kein großes Problem darstellen. Ein Ritter geformt von Blut und Schweiß. Nach der Schlacht von Marshing reicht mir einer meiner Bediensteten eine Liste mit Namen derer, die sich besonders hervorgetan haben. Lord Artan sticht für mich besonders hervor. 15 Kampfgeschick. Passabler Kämpfer. Mein Bediensteter empfiehlt mir, die Krieger in einer schnellen Zeremonie auf dem Schlachtfeld zum Ritter zu schlagen. Er behauptet, dass die Erhebung von Artan in den Ritterstand die Moral in unseren eigenen Reihen steigern könnte. Er ist schon offiziell unser Kämpfer, aber noch nicht im Ritterstand. Ich könnte ihn tatsächlich zum Ritter schlagen. Einverstanden, ich werde Artan zum Ritter schlagen. Ihr habt gut gekämpft, Artan. Ihr werdet ein Ritter der Weite sein. So, wir werden diese Belagerung natürlich hier stattfinden lassen. Das ist ihr Hauptsitz. Der ist viel wichtiger. Eine strategische Sackgasse. Ich sitze mit Lord Victor und Lord Runcel am Kartentisch und verspreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Victor schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff durchführen und ihn mit der schieren Größe unserer Armeen zermahlen sollten. Runcel jedoch lehnt sich zurück und argumentiert geduldig, dass wir stattdessen entscheidende Positionen sichern und den Feind zu uns kommen lassen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Ich weiß, wie wir beide Strategien kombinieren werden, meine Herren. Ich habe viel Erfahrung im großen Krieg gewinnen können. Ich war auch der Einzige, möchte ich nochmal festhalten, der einen Sieg auf dem Schlachtfeld gegen Robert Baratheon erreicht hat. Ich
Lord Randall Tarly und kein anderer hatte es geschafft, ihn zu besiegen. Er galt als ein großer Feldherr. Ein großer Krieger, aber Strategie, gute Kampfesführung reichen manchmal aus für den Sieg. 192 Männer sind in der Schlacht gestorben, vom Feind 244. Er hatte eine gute Verteidigungsposition, das ist klar. Aber wir werden das schaffen. Es dauert 18 Monate. Es wird eine längere Belagerung sein. In dem Zusammenhang sollten wir langfristig auch einige Werke für uns nutzen. Ich denke, eine Blide ist die beste Wahl. Dafür brauchen wir aber mehr Gold. Der Feind greift wieder an. Lord Harris hat es gelungen, dem feindlichen Befehlshaber, ich glaube, gefangen zu nehmen. Roy ist ein Mitglied des gemeinen Volkes. Ritter von Lord Arthur wurde von euren Truppen gefangen genommen, als ich die Schlacht von Torrenpeak gewann. Aber er starb doch scheinbar. Haben wir noch jemanden gefangen genommen? Wir haben zwei Gefangene. Jason, ein exzellenter Krieger. Der könnte durchaus als ein formidabler Kämpfer Teil unserer Ritter werden. Er glaubt an die Sieben. Kommt aus den Marschlanden. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Jason, sagt mir. Werdet ihr uns die Treue schwören? Und für uns kämpfen? Jetzt und für immer? Jetzt und für immer, Herr. Gut. Ihr werdet freigelassen. Eure Taten, dass ihr gegen uns gekämpft habt, werden euch vergeben und ihr werdet jetzt an unserer Seite als Ritter kämpfen. Jawohl, Herr. Für das Haus Tarly. Einverstanden. Ihr habt eine formidable Rüstung, muss ich euch lassen. Schauen wir uns Master Guard an. Auch er ist tatsächlich ein erfahrener Kämpfer, der uns ebenfalls als Ritter bestens dienen könnte. Er hat hier aktuell allerdings, ist er Bürgermeister von einer neuen Kolonie. Ist es denn möglich? Nein, wir können ihn, weil er diesen Rang trägt, leider nicht rekrutieren. Können wir Lösegeld für ihn fordern? Das könnten wir nutzen, um die Belagerungsgerätschaften endlich zu bekommen. Einverstanden. Er wird freigelassen, Männer, für 30 Gold. So sei es. Kaufen wir die Bliden. Eine Freiheitsfraktion von Lord Harris wurde gegen uns geschaffen. Ein eigener Ratsverwalter. Das ist natürlich tragisch. Es gibt auch schon direkt drei Mitglieder. Lord Victor Gräben, ausgerechnet er. Ich versuche doch schon, mich besser mit ihm zu stellen. Ja, zusammen haben sie natürlich knapp 3000 Truppen jetzt schon, meine drei wichtigsten Vasallen. Vielleicht wird es doch nicht reichen, die Lehnsautorität so erhöht zu haben, wie ich es jetzt getan habe. Sie könnten mir jetzt ziemlich in den Rücken fallen, während des Krieges einen Aufstand zu starten. Aber der Krieg ist ja eigentlich so gut wie gewonnen. Nur noch wenige Monate und die Belagerung dieser Festung. Diesmal hatte der Gegner viel mehr Verluste. Ah, wir hatten bis jetzt leider keinen Erfolg, Lord Victor zu... bessere Beziehungen hinzubekommen. Das ist auch nicht meine Stärke, muss ich sagen. Ich bin im Kampf erfahren. Ach ja, apropos im Kampf erfahren. Wir müssen natürlich noch unsere Truppen stationieren. Selbstverständlich. Solange sie ausgehoben sind, kann ich die natürlich nicht stationieren. Ich glaube, Belagerung ist nicht ganz so wichtig, deswegen würde ich sie erstmal nah in Wakefield positionieren, auch wenn sie mir da nur einen geringen Bonus bringen. Schießstände, das müsste den Bogenschützen was bringen. Großer Bergfried. Ich glaube, die Bogenschützen müssten in Hornberg bestens passen. Ah, wir haben eine wertvolle Geißel genommen. Alan Ambrose.
Allerdings sollten wir doch die Chance nutzen und vielleicht... Und Lady Allison, Hohenturm. Oh, wir haben Allison Hohenturm gefangen genommen. 25 Gold würde Lord Arthur Ambrose uns zahlen. Dann machen wir das doch. Ja, für seinen Sohn kann er sich wohl nichts mehr leisten. Er hat kein Geld. Na, 2 Gold sicherlich nicht. Ich denke, wir werden Frieden schließen. Das Gebiet wird an meinen Vasallen gehen und damit Teil von der Westmark werden. Wir haben ein Druckmittel gegen Lord Edmund erhalten, der das Gebiet für mich jetzt verwalten wird. Gerechtigkeit ist ihm jetzt wieder widerfahren worden. Wir stationieren unsere Truppen. Ja, natürlich in Hornberg. Das bringt einiges an Vorteilen. Reichssitz und große Burg. Allerdings, die Schießstände scheinen hier nichts zu bringen, was ein wenig traurig ist. Ich dachte, dass das ein wenig mehr bringen würde. Aber so machen wir das. Die Bogenschützen sind in Hornberg stationiert. Wir haben einen ersten militärischen Konflikt gut überstanden. Ich bin 29 Jahre alt, Samwell ist 3. Er ist noch sehr jung. Ich habe meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben, wenn er etwas älter wird. Aber jetzt ist er die ganze Zeit unter dem Rockzipfel seiner Mutter. Aber ich halte ihm mal noch zugute, dass er erst 3 ist. In 5 Jahren werde ich ihn mit auf die Jagd nehmen und dann schauen wir mal, ob wir aus ihm einen guten Mann machen werden, nicht wahr? Aber jetzt war es das erstmal wieder mit dem Bericht zu den letzten Geschehnissen der Familie Tali. Ich werde diese Berichte in Zukunft fortsetzen. Denn der Name Tali muss überdauern, über alle Zeiten, über alle Generationen, und deswegen schreibe ich diese Geschichten auf. Oder lasse sie lieber von Meistern schreiben, die besser als ich schreiben können. Ich diktiere und sage, was geschehen ist. Das Problem mit unseren Vasallen könnte noch Schwierigkeiten verursachen, wenn sie sich gegen uns stellen. Wir werden schauen, wie wir mit ihnen umgehen. Das dann aber bei einem neuen Bericht. Ja, und liebe Zuschauer, wenn euch dieses Roleplay-Projekt mit Lord Randall Tali gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch gerne in mein Let's Play mit Lord Peter Baelish, also Kleinfinger bzw. Littlefinger. Mit dem habe ich auch ein ganzes Let's Play gespielt, wo er versucht, auf den eisernen Thron zu kommen mit seinen ganzen Intrigen, mit Mord und Totschlag. Also da könnt ihr gerne auch mal reingucken und dann sehen wir uns jetzt hier in der nächsten Folge wieder mit Lord Randall Tali in der Game of Thrones Mod zu Crusader Kings 3. Und euer Gaius Julius Caesar verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Valete.